Früher habe ich nie Ferien gemacht. Als CEO meiner eigenen Unternehmung und Workaholic, so könnte man mich bezeichnen, war ich nie gerne in den Ferien. Aber hätte ich diesen Ort schon früher entdeckt, wäre das wahrscheinlich anders rausgekommen. Wo ich bin? In den Malediven. Aber zuerst fliegen wir doch mal dorthin. Let's go! So. Jetzt könnt ihr wieder losgehen. Der Vögli blubbt im Wahnsinn. Die erhitzt die Tische fast. Es ist irgendwie 40 Grad Luftfeuchtigkeit. Kannst du nicht mehr, wirklich Wahnsinn. Und jetzt sind wir auch schon hier. Velasaru heißt diese Insel, ist 20 Minuten von Male entfernt. Dort fliegst du hin. Das ist die Hauptstadt der Malediven. Und was die hier bieten, ist wirklich unglaublich. Die Insel, die hast du etwa in 10 Minuten umlaufen. Und diese kleinen Beach-Villas, also diese Beachzimmer mit einem Pool, die sind wirklich unglaublich. Und ich war auch mit Haien schwimmen. Das zeige ich dir aber in einem anderen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heiß ist es, du. Richtig heiß. Läuft mir der Schweiß richtig ab. So ein eigener Pool am Morgen ist der absolute Burner. Und da springe ich jetzt rein. Nochmal und nochmal und nochmal. Oh, das ist so geil. Das weckt die Lebensgeister. Und jetzt schnappe ich mir meinen kleinen Sohn Sam und meine liebe Frau Andrea. Und dann gehen wir ins Meer. Auch das gehört zum morgendlichen Wellnessprogramm. Mein Freund Matthäus und Francesca, die ich aus Rom hier kennengelernt habe, die wohnen hier hinten in einer Wasservilla. Und wie die ausschaut, das wollen sie uns jetzt zeigen. Hallo! Hey! Hey, how's it going? Alles gut. Ja, super. Boah, das ist der Pool Villa. Das ist mal das Zimmer, gell? Craziness. Das hat sich doch gelohnt, dass wir das schnell anschauen sind. So findest du nicht? Kids, we work in the pool. Machen wir schnell einen Pool. Schau mal, das ist noch ein Influencer-Pool, hä? Craziness. So crazy. But it's shallow, right? Yes. You have to get the legs straight. Oh, you can stand here. You can stand here, yeah. Craziness. Super nice. Also es hat sich gelohnt, dass du schnell gesehen hast. Urgeil. Thanks for the tour. Bye. Also ich hab's hier wahnsinnig genossen. Und auch abends mit der Bar, der Live-Musik oder aber auch den DJs wird doch einiges geboten. Also ich genieße es richtig hier und ich werde auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Und jetzt aber los zum Sundowner auf so einer Terrasse. Die Stimmung hier abends ist absolut unglaublich. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktioniert. Mit dem Bunsenbrenner. Back! Wieder etwas gelernt.